Stoff. Der erste gechillte Kunstpodcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Im neuen Jahr, frohes Neues. Frohes Neues, das Jahr 2020 hat auch unser Podcast jetzt erreicht. Und wir sind auf einem zweiten Roadtrip gewesen. Genau, ihr hattet ja im letzten Jahr noch vor Weihnachten quasi einen kurzen Gruß von der A3 von uns gehört. Und auch dieses Mal befanden wir uns auf einer Autobahn, nämlich vor allem der A57 von Düsseldorf zum Schloss Meuland. Richtig, und zwar ist das das Museum mit der weltweit größten Sammlung an Werken von Josef Beuys. Und um den geht es heute. Richtig, und Schloss heißt das ganze Ding nämlich nicht umsonst. Wir sind da nämlich hingekommen, wir sind so eine gute Stunde von Düsseldorf Richtung holländische Grenze bei Kleve gefahren. Mhm. Und man nähert sich da so durch so ein Waldgebiet an und denkt eigentlich, da kommt jetzt nichts mehr. Aber dann steht man tatsächlich vor einem sehr schönen Wasserschlösschen. Ja. Und es ist schon sehr imponierend und wirklich eine Riesenanlage. Da gibt es auch noch einen Golfplatz und war auf jeden Fall schon von außen ein richtig cooler Anblick. Und ja, zum Schloss Meuland kann ich jetzt, glaube ich, Frauke ein bisschen genau, was erzählen. Genau, also es ist ziemlich beeindruckend, weil das ganze Schloss, also das Hauptgebäude, ist ein Museum auf 3 Etagen. Das hat jeden Tag, je nach Jahreszeit, zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Je nachdem 10 oder 11 Uhr bis 17 oder 18 Uhr. Und kostet regulär 7 € und ermäßig 3 €. Also völlig legitim, ja. Weil da ist echt viel zu sehen. Ja, also wirklich total fair. Ja, und das Schloss selber, genau, es ist von einem Wassergraben umgeben. Und ursprünglich aus dem Mittelalter, erste Erwähnung 1307. Und wurde dann mit nochmal barocken Elementen und später neogotischen ausgeschmückt, umgebaut. Genau. Also da sind schon einige Berühmtheiten so eingekehrt. Voltaire war mal da. Mhm, genau. Dann Churchill, weil da die britische Besatzung auch war. Und wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg richtig heftig bombardiert. Also war wirklich nur noch so der Rohbau am Ende. Und 1987 hat dann der damalige Eigentümer angefangen mit der Entschuttung. Und dann hat man sich 1990 entschieden, eine Stiftung zu gründen. Und in diese Stiftung haben dann der Baron und die Baronin von Steengracht das Schloss mit eingegeben. Kann man das so sagen? Ja, genau. Die haben das quasi genauso gestiftet und, soweit ich das richtig habe, ans Land NRW gegeben. Ja, richtig. Das ist auch Hauptfinanzträger. Genau. Bis heute. Und 1997 wurde dann das Museum eröffnet mit der Sammlung der Brüder Hans und Franz Josef van der Grinden. So, jetzt sind wir zusammen, genau. Und diese Brüder sind nämlich schuld daran, dass es da so einen wahnsinnig irre riesigen Bestand an Beuys-Werken gibt. Wessen Werke waren das? Ja. Ich hatte gerade überlegt, 6.000 ungefähr hatten wir gelesen. Also es ist auf jeden Fall weltweit der größte Bestand an Werken von Josef Beuys, der da eingesehen werden kann, eben auch in Archiven. Ja, genau, die haben noch eine riesige Bibliothek auch, wo Briefe und Originalaufzeichnungen irgendwie sind. Und vor allen Dingen Sammlungsschwerpunkt sind frühe Arbeiten des 1960er Jahre auf Papier und kleinformatige Objekte. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, aber die Ausstellung ist ja auch so organisiert, also wir waren da heute 2,5 Stunden nochmal zu genau. Es sind viele kleine Räume im Keller und vor allen Dingen im ersten Geschoss. Und dort haben sich dann so eher, würde ich sagen, Werkgruppen gebildet, so thematisch. Genau, würde ich auch so sehen, auch materiell irgendwie ähnlich, auch aus ähnlichen Zeiten. Und die Ausstellungen, die wir uns dann heute dazu angeguckt hatten von Josef Beuys, waren zum einen gestempelte Multiples, Drucksachen und Fotografien. Die Ausstellung läuft noch bis zum 19.04. Und dann gab es noch eine weitere Ausstellung, die war quasi auf der anderen Seite von diesem Schloss, Josef Beuys Hasengräber. Und die läuft noch eine Woche länger bis zum 26.04.2020. Genau, und warum betiteln wir das jetzt als Ausstellung und nicht als Dauerausstellung? Genau. Weil die scheinbar ihren Bestand immer neu
arrangieren und daraus quasi Wechselausstellungen machen. Genau. Und das fand ich super angenehm, weil die Räume dadurch überhaupt nicht überfüllt waren. Ja, das stimmt. Weil man denkt zuerst so 6.000 Fuß. Ja, ja, man ist so voll, okay, was erwartet mich da? Ja. Aber es wird quasi immer dann so ein Themenschwerpunkt gesetzt. Und was ich auch ganz interessant fand, es gab noch einen weiteren Themenschwerpunkt oder auch eine Gegenüberstellung, nämlich von Joseph Beuys Werken, eben vor allem diesen gestempelten Multiples, den Drucksachen und den Fotografien mit der sogenannten Mail Art in der DDR. Was also, ich vorher nie gehört habe. Habe ich auch nie gehört. Es hieß auch irgendwie, dass das gar nicht so bekannt ist oder ein gar nicht weitreichendes Forschungsgebiet. Es waren Leihgaben des Berliner Sammlers im Lutz Wohlrab. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Da gab es dann eben verschiedene Postkarten, Postsendungen, die ab den 70er Jahren eben auch Bild- und Textbotschaften versteckt hatten zwischen West- und Ostdeutschland. Und in diesem wurde auch immer wieder Bezug genommen auf Joseph Beuys selbst, da er quasi auch für die ostdeutschen Künstler anscheinend eine sehr große Inspirations- und vielleicht auch Freiheitsquelle war. Ja, wahrscheinlich. Ja. Neuer Kunstbegriff und so. Und diese Ausstellungen sind jetzt bis April zu sehen. Richtig. Und das finde ich auch ziemlich geschickt, dass sie da dann nochmal andere Leihgaben hinzumachen und dann quasi interessante, spannende neue Zugangswege zur Sammlung bilden. Und in den Seitenflügeln, in den Fluren sind dann allerdings so, weil die Frage ist ja, wie vermittle ich das Gesamtwerk, sind Fotografien über sein Werk und Handeln, also auch als der Politiker, der Star. Und dadurch bekommt man einen sehr, sehr guten Überblick. Und deswegen würden wir jetzt auch klassisch, wie wir es halt immer eigentlich bei einem Künstler oder einer Künstlerin machen, mit dem Lebenslauf mal anschauen. Genau, und das lehnt sich eigentlich auch ganz gut an diesen Ausstellungsaufbau, eben durch diese Flügelbauten, wie du gerade gemeint hattest. Ja, richtig. Wir sind jetzt im Jahr 2020 und in einem Jahr ist dann auch großes Beuys-Jubiläum. Denn Beuys wurde 1921 in Krefeld geboren. Er war dann aber auch im Krieg. Also ich meine, 1941 ist er dann auch in den Krieg gezogen und ist dann aber 1945 über der Krim abgestürzt. Und da beginnt eigentlich schon so was man immer wieder in seinem Werk auch sehen kann, nämlich der Mythos von ihm, was dann quasi auch so ein bisschen passiert ist. Genau, nur ganz kurz vorweg, bevor wir in den wichtigen Mythos einsteigen. Man muss dazu wissen, er war freiwillig in der Luftwaffe. Genau. Und er war auch in der Hitlerjugend und war eigentlich sehr begeistert in den Krieg gezogen, kann man schon sagen. Genau, hat sich in den Texten dort auf jeden Fall auch so abgezeichnet. Und der Mythos, der dann quasi einsetzt, den Joseph Beuys auch immer wieder erzählt, quasi nach dem Krieg, ist, dass er dann abgestürzt ist und dann aber von... Im Krieg. Von Tataren, also einem Volk, das auf der Krim liegt, quasi gerettet worden, wurde in Fett und Filz eingewickelt und konnte so dann seine Wunden und all seinen Schmerz in gewisser Weise überleben. Genau, das ist so. Also der hatte hochgradige Verbrennungen und dann beginnt eben dieser Mythos, einerseits, wie du sagst, die Materialien Fett und Filz, aber auch dieses Schamanentum, das hat ja noch so was von Urvölkischem. Ja, was sehr Spirituelles, was dann eben auch oft in seinen Werken eininterpretiert oder auch bewusst von ihm so eingegeben wird. Kritiker sagen natürlich, dass er total vor Schmerzen eigentlich Blackout haben hätte müssen. Also die Frage ist, ob er da nicht auch so Fieberträume hatte oder sowas. Aber toller Mythos, funktioniert. Und dann war er erstmal noch in britischer Kriegsgefangenschaft, bis er im Sommer 1945 entlassen wurde. Und 46 bis 51 hat er dann an der Düsseldorfer Kunstakademie Bildhauerei studiert, wobei er sich schon vorher für Kunst interessiert hat und auch aktiv war, schon früh gezeichnet hat. Und 1953 ist dann seine erste Einzelausstellung im, und jetzt kommt's, Haus van der Grinden in Kranenburg, also genau von jenen, die den Sammlungsbestand im Schloss Meuland begonnen haben. Und ich meine, das waren auch wirklich gerade in der frühen Zeit immer eifrige Käufer und Förderer quasi seiner Kunst durch diese Käufe. Und so hat sich dann quasi genau diese Sammlung eigentlich auch gegründet. Er blieb aber nicht Schüler, sondern er wurde 61 tatsächlich in Düsseldorf auch an der Kunstakademie Professor. Ja, das ist eigentlich so, schon wieder, finde ich, sehr mythenumwogen, was da alles passiert sein soll. Also er hat ja dann auch irgendwie
den Numerus Clausus abgeschafft, hat alle möglichen Interessenten, die einfach Lust und Interesse an Kunst und Studium haben, da eingeladen. In seine Klassen, muss man dazu sagen. In seine Klassen, ja. Also er ist da eigentlich konträr gegen die Hochschulpolitik gegangen und die Auffassung der Leitung. Mhm. Und das hat ihm nachher halt auch das Genick gebrochen, weil er wurde dann 72 gekündigt. Die Studierenden waren aber natürlich hellauf begeistert und die Hörsäle waren völlig überfüllt. Und das ist schon so eine Glanzzeit der Düsseldorfer Kunstakademie. Mhm. Weil ich meine, da waren ja noch andere Ikonen, auch Gerhard Richter und Nam June Paik, wie wir schon gehört haben. Und ich glaube, das ist auch so wesentlich, dass nochmal zu Nam June Paik, also 61 kam er an die Akademie als Dozent. Und 63 bis 65 haben wir dann so die Phase des Fluxus. Mhm. Und die prägt natürlich auch die Düsseldorfer Akademie. Genau, und eben auch gerade diese Fluxusbewegung. Eben dieser erweiterte Kunstbegriff, dass eben die Gattungsgrenzen verschwimmen und quasi Kunst und Leben immer enger aneinander gerät. Wobei Beuys da wahrscheinlich eine noch radikalere und noch freiheitlich gedachtere Meinung hatte, als dann vielleicht auch seine Zeitgenossen. Genau, das kam ja auch im Schloss Meuland, stand halt irgendwo, dass er dann quasi auch Gegner der Fluxuskünstler und Künstlerinnen wurde, weil ihm der Begriff zu eng gefasst war. Also ich schätze, dass er einfach immer noch breiter gedacht hat und denken wollte und auch so ein kleiner Revoluzzer war. Auf jeden Fall. Die Revolution sind wir. Ja. Das ist ja auch wieder ein Beuys-Zitat. Und ich denke, man merkt schon, es sind lauter so ganz ikonische Klassiker, die sich irgendwie um sein Werk und um sein ganzes Schaffen irgendwie auch immer wieder selbst reproduzieren. Genau. Ja, und dann in den folgenden Jahren ist er halt sowohl politisch, gesellschaftlich als auch künstlerisch, also sehr tätig. Mhm. Er ist dann der Grünen Partei auch beigetreten später. Genau, er war sogar Gründungsmitglied. Also er war da auch politisch und gerade was auch diesen ganzen Naturgedanken betrifft, von Anfang an eigentlich wirklich politisch aktiv. Mhm. Und seine Kunst ist ja auch ganz oft oder wurde ja dann auch immer mehr zur Aktionskunst im Endeffekt. Genau. Ne? Und Ausstellungen, an denen er halt teilgenommen hat, ist eigentlich irre, weil er auf der Documenta 3, 4, 5, 6 und 7 vertreten war. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und vor allen Dingen 1982, die Documenta 7, ist halt dieses bekannte Werk 7000 Eichen, wo er in der Stadt Eichenbäume gepflanzt hat, die bis heute auch immer noch in Kassel beworben werden. Mhm. Jetzt kann man auf der Documenta halt diese Nachkommen von den Eichen Joseph Beuys wieder kaufen und den allerletzten Baum, also das hat sich ja über Jahre hin erstreckt, hat sein Sohn dann noch gepflanzt. Ah, okay, das ging dann auch immer so weiter. Das wusste ich gar nicht. Ja, das stand auch irgendwo in der Ausstellung. Ja, da stand ziemlich viel. Ja. Es ist gerade gar nicht so einfach, was erzählen wir jetzt hier, was nicht. Aber auf jeden Fall, bei so vielen Documentas auszustellen, ist natürlich auf jeden Fall eine krasse Adresse. Und was, denke ich, noch so ein kleiner Meilenstein war in seiner Ausstellung, war, dass er 1979 auch im Guggenheim in New York die erste Einzelausstellung als deutscher Künstler hatte. Überhaupt. Eines deutschen Künstlers. Also das ist schon, das zeigt, denke ich, nochmal seine so Bedeutung, auch eben global gesehen, eben nicht nur im deutschen Raum. Und diese Ausstellung ging auch über sein ganzes Oeuvre eigentlich, also über sein ganzes Werk, sein ganzes Sein. Und das ist schon echt, echt beachtlich. Aber Frauke auch schon meinte, war ja total viel politisch vor allem auch aktiv, hat er eben auch immer gekämpft, nicht nur für die Natur, sondern eben auch für freies Denken, für Studentenbewegungen sich eingesetzt. Mhm. Und das ist auch was immer wieder irgendwie so versteckt in seinem Werk man finden kann, würde ich sagen, auch durch Wort und Schrift und nicht nur durch Interpretation. Ja, und das Witzige ja auch, dass er im Gegenteil zum Beispiel zu Adorno an der Frankfurter Schule oder so pro Studentenbewegung war. Mhm. Also ja eigentlich ein Vertreter der älteren Generation, der auch zur Rechenschaft gezogen wird, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, aber halt eben sagt, ja mach das, geht auf die Straßen, verändert was, wir haben so mehr oder weniger Scheiße gebaut, wobei ich nicht weiß, dass er dazu direkt Stellung bezogen hat. Das weiß ich jetzt auch nicht, da habe ich jetzt auch nichts zugelesen. Aber er war auf jeden Fall Befürworter und hatte quasi 70er Jahre auch an Bewegung mit... Ja, mit politisch einfach auch gestaltet. Richtig. Ja. Und dann auch die Free International University gegründet, was wir so ein bisschen auch belächelt haben, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht auch so eine Reaktion auf den eigenen Rausschmiss von der Kunstakademie. Ja, vielleicht. Weil die heißt auch staatliche Düsseldorfer Kunstakademie und jetzt hat er ja die Freie Internationale Universität gegründet. Also es ist ein Verein gewesen bis 1988, 73 gegründet mit Heinrich Böll und Klaus Stäck. Und ein organisatorischer Ort des Forschens, Arbeitens und Kommunizierens. Und da wurde im Wesentlichen diskutiert über soziale Fragen und die Zukunft.
Genau, und das aber auch wieder fast schon als eine Art, ja, Kunstwerk eigentlich wieder eingegangen ist, also nicht nur als Institution. Ja, und er hat es einfach auch clever gemacht, ne? Es gibt auch so Vorlesungstafeln, die sind heute im Hamburger Bahnhof in Berlin ausgestellt als Kunstwerk. Ja. Und genauso die Stempel, der hat halt überall seine eigenen Stempel drauf gehauen und schon wurde es wieder zum Kunstwerk. Ja, stimmt. Genau, und 1986 ist Josef Beuys dann in Düsseldorf gestorben, und zwar an den Folgen, also an Herzversagen aufgrund einer Entzündung des Lungengewebes. Mhm. Und es wundert mich jetzt nicht allzu sehr, der gute Mann war wirklich Kettenraucher. Ja, also fast jeden Bild hat er eigentlich. Immer. Ja, genau. Ja, du hattest ja vorhin schon die Stempel erwähnt. Genau um diese Stempel ging es nämlich auch in der Ausstellung. Das war irgendwie ganz nett gemacht, weil man konnte dann nicht nur zahlreiche Fotografien oder Schriftstücke von ihm sehen, die eben gestempelt wurden, sondern auch die Stempel selbst, die Josef Beuys quasi verwendet hat. Und da gab es eben ganz viele verschiedene. Zum einen eben einfach nur Beuys mit dem Schriftzug, dann eben auch diesen Stempel Free International University, den man irgendwie noch gesehen hat. Und es gab da auch ein ganz interessantes Zitat von Johannes Stüttgen, auch einem Meisterschüler von Josef Beuys. Und der meinte eben auch, dass Beuys in diesem Stempelwahn eigentlich aber total mit Ziel und mit Sinn vorgegangen ist, also nicht wahllos gestempelt hat, sondern mit ganzen Hundertschaften da irgendwie diese Stempel gezückt hat und jeden Stempel, den er gesetzt hat, eben gefeiert hat als den perfekten Ort, wo dieser Stempelabdruck jetzt sich befindet. Ja. Und das war auch total nett, wenn man die Bilder von ihm angeguckt hat oder diese Fotografien, dann war auch ganz oft Gesichter gestempelt oder genau die Szenen, die das Bild narrativ interessant gemacht hätten, waren quasi überstempelt. Ja. Und der Stempelaufdruck war teilweise so fest, dass man die Schrift gar nicht mehr lesen konnte. Und dadurch wurde es natürlich wieder selbst zu etwas Neuem, was es davor nicht war. Und ich fand es auch ziemlich witzig, wie der Stüttgen das halt berichtet hat, weil er gesagt hat, vor allen Leuten hat er gestempelt, aber dann hat er direkt schon klar, also die Aufgaben wurden mit anderen Akteuren verteilt, ich glaube Studierenden. Mhm. Und dann meinte er, aber ich stempel, ne? Ja, das was ist ja logisch ist. Und dann muss er wohl wirklich vor den Augen aller gestempelt haben und dann das Bild hochgehalten und wunderbar, eine wichtige Stelle. Genau. Und das aber halt jedes Mal gesagt. Ja, und das ist halt wieder so eine geile Aktion einfach. Man kann sich das, finde ich, so richtig vorstellen, wie er das da so zelebriert und einfach aus diesem Akt des Stempelns wirklich wieder ein Kunstschaffen. Ja, und gleich so humoristisch ein bisschen die Leute mit ihrer Sensationslust so auf die Schippe nimmt. Das ist schon ganz cool. Ironie, finde ich, ist schon auch öfter in seinen Werken auf mit vorhanden. Fall, das ist schon, haben oft geschmunzelt, als wir da irgendwie jetzt in dem Museum heute unterwegs waren. Und dann muss man ja auch sagen, jetzt können wir vielleicht auch mal so ein paar Classics an Werken nennen. Mhm. Er hat ja generell die Kunstszene so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Auch total. Die Leute wussten überhaupt großteils nicht, was sie damit anfangen sollen, weil man muss natürlich auch wissen, in der Zeit, wir sind so in den Nachkriegsjahren, da wurde Neuanfang gesucht, weil die NS-Kunst natürlich viel propagiert hat. Mhm. Und dann hat man sich aber politisch, auch was die Kulturförderung angeht, ganz viel an der modernen Kunst orientiert. Mhm. Und dann kam er und hat quasi mit anderen, das war ja nicht er allein, neue Materialien in die Kunst reingebracht und einfach auch neue Kunst, aber auch Gattungsbegriffe aufgemacht. Also soziale Plastik nennt er es ja zum Beispiel. Genau. Du weißt da mehr, ne? Ja, ich habe ein bisschen zumindest mal geguckt. Also ich werde das jetzt hier sicher nicht allumfassend darstellen, aber Frocke schon meinte, also er hat ja mit verschiedenen Materialien eigentlich immer gearbeitet. Zum Beispiel Fett ist so ein Klassiker. Und wenn man irgendwo ein Stück Fett sieht im Museum, dann ha, Josef Beuys. Mhm. So irgendwie geht das, denke ich, vielen so. Und Fett quasi, wenn man das jetzt einfach als das Material sieht, kann man das quasi durch Wärme transformieren und wieder dem Ganzen eine neue Form geben. Und im Endeffekt sieht er auch die Gesellschaft eigentlich als ein potenzielles Material. Und dieses Material kann eben durch Agieren untereinander, durch gesellschaftliche Prozesse, die sich zeigen, auch wieder verändert werden. Und im Endeffekt ist das auch so ein bisschen die Idee der sozialen Plastik, dass es nämlich quasi auch in unserer Gesellschaft selbst diese Prozesse gibt und das Denken selbst eigentlich schon eine Art der Transformation ist, so wie sich das Fett quasi transformiert, transformieren sich auch unsere Gedanken in unserem Zusammenspiel, in unserem Sein. Und das ist auch wieder eigentlich sehr politisch, denke ich, gemeint. Also zum einen sehr kreativ. Also jedes Denken, jedes Wesen, das irgendwie diesen Prozess einstößt, kann eben dann auch, ja, oder ist dann auch ein Künstler. Und das ist so ein bisschen dieser erweiterte Werkbegriff, der sich vor allem dann eben in Josef Beuys sozialer Plastik
auch wiederfindet. Und ich denke, da ist ganz klar noch einen Schritt weiter gegangen als bei Fluxus. Da ist es ja so, Kunst ist Leben, vielleicht so ein bisschen. Ja, und alles fließt, alles kann. Genau, aber dieses Potenzielle fällt vielleicht so ein bisschen weg. Sondern es wird vielleicht noch mehr im Imperativ formuliert. Vielleicht, ja. Genau, und dieses Fett kommt eben auch aus diesem Mythos, was er damit begründet, genauso der Filzstoff. Und das zeigt sich dann so ikonografisch auch in bestimmten Werken, wie zum Beispiel der Fettecke oder dem Stuhl mit Fett. Also Fettecke sagt schon, das ist wie so Butter in die Ecke geschmiert. Und Stuhl mit Fett, da ist so ein dreieckiger Fettblock auf der Sitzfläche. Und dann im Filz haben wir zum Beispiel in dem ganz bekannten Werk von 1969 The Pack oder das Rudel, wo man tatsächlich so Schlitten hinter einem VW-Bus angebunden hat, wo dann Filzdecken und Fett und Taschenlampen, angebunden sind als die Ausrüstung dieses Nomadenvolkes. So. Und gleichzeitig wieder, wenn man mit einer Taschenlampe, glaube ich, auf ein Stück Butter leuchtet, bin ich mir ziemlich sicher, dass es irgendwann schmilzt. Ne? Also man hat wieder auch dieses prozesshafte Denken, diese Bewegung, die bei ihm ja auch ganz oft irgendwie materiell thematisiert wird. Das stimmt. Ja, das wird also, auch der VW-Bus als modernes Fahrzeug und der Schlitten als älteres. Ja, total spannend, kann man ganz viel drin interpretieren. Der Filzanzug ist auch super bekannt, ist einfach ein Anzug aus Filzstoff. Dann finde ich noch ziemlich wichtig zu erwähnen, und das kam auch in der Ausstellung, ist die Bedeutung des Hasen, das wir jetzt gar nicht aufgegriffen Nochmal haben. Nochmal Material. Ja, ist wirklich so. Das hat tatsächlich ziemlich aufarbeitet. Und da muss ich sagen, kann ich langsam nachvollziehen, dass die Leute damals so irritiert waren. Ja, auf jeden Fall. Weil Josef Beuys macht 1965 nichts anderes, als einen toten Hasen zu nehmen, wirklich den Kadaver, sich in einen Raum einzusperren, wo eine Glasfront ist, hat seine typischen Anglerweste an und ein goldgemaltes Gesicht als Maske. Und dann geht er hin in einem Raum mit verschiedenen Utensilien und Tafeln und so und erklärt dem toten Hasen die Bilder. Und so ist auch der Titel, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Genau. Und das ist ziemlich verstörend. Ja, und da waren eben auch, also in der Ausstellung war das quasi mit Fotografien eben auch dargestellt. Und ich glaube, so dieser Gedanke war auch so ein bisschen dieses Tier, also der Hase als irgendwie das Tier der Auferstehung, könnte man so ein bisschen deuten. Also wir sind uns da auch nicht ganz sicher, und quasi wie man diesem Kadaver oder diesem Leichnam, sag ich jetzt mal, des Hasen quasi durch dieses Bilder erklären wieder fast lebendig werden lässt. Wobei ich glaube, er geht noch einen Schritt weiter, weil dadurch, dass er die Zuschauer quasi nicht also versperrt und nur durch eine Glasfront zugucken lässt, diese Wiederauferstehung hat ja auch ganz viel symbolisch in der Nachkriegszeit allgemein in Gesellschaft und Kunst, soll das ja quasi so assoziieren, und dass er quasi diese neue Kunst fast schon besser einem toten Hasen erklären kann, als den Leuten, die gerade so dämlich in den Guckkasten zu ihm reinschauen. Also dass einfach eine neue Zeit anbricht, und ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. Dass quasi die Betrachter auch mit in unserer heutigen Perspektive in dieses Kunstwerk mit einbezogen werden. Dass wir sagen, okay, da ist jetzt nicht nur Josef Beuys, der dem toten Hasen die Bilder erklärt, sondern eben auch noch die Leute, die drumherum stehen und eben dieses Unverständnis haben und sich vielleicht denken, was macht der da? Also genau, und ich glaube, diese Metaperspektive, auf der wir das auch heute vielleicht erst so rezipieren können. Ja, richtig. Ich glaube, da ist eigentlich eine versteckte Sozialkritik dahinter und auch die, vielleicht auch sogar kulturpolitische Kritik, dass da eben noch immer an diesen alten Kunstbegriff festgehalten wird von Moderne. Und quasi der tote Hase versteht seine Auffassung von Kunst fast besser als die Realität. Ja, könnte man vielleicht auch. Irgendwie so. Ja. Aber tatsächlich ist ja schon der Hase mit Ostern auch so ein Wiederauferstehungsding. Genau, Ding, ein bisschen. Kommt ja öfters bei ihm. Kommt öfters bei ihm vor, hat er auch öfter mal geziert oder irgendwie gemalt. Und eben auch diese Hasengräber, das ging ja dann auch nochmal in der Ausstellung darum, da waren, ich meine, ungefähr 4 von diesen Hasengräbern zu sehen. Ganz besonders, wir wissen nicht warum, aber. Ja, genau. Ich hatte mich mit denen jetzt, also ich hatte davon noch nicht so viel gehört, und da kamen eben auch ganz viele verschiedene Materialien wieder zusammen. Man hatte auch so ein bisschen die Assoziation eigentlich an so einen Müllbär, gleichzeitig dieses aufgeschüttete Hügelgrab. Man hatte da auch ganz viele, beispielsweise Farbtuben war bei einem Hügelgrab ganz präsent, obwohl Josef Beuys ja niemand ist, der krass viel
klassisch mit Farbe gemacht hat. Also es war irgendwie so eine ganz interessante Konstellation, die da so passiert. Unglaublich ist. Kleinteilig, wie so eine Plastikcollage. Ja, so ein Assemblage oder so. Ja. Und da war auch, das fand ich in dem Raum auch noch ganz cool, da waren noch andere Arbeiten oder Bezüge zu anderen Künstlern irgendwie gemacht, gesehen. Wir hatten dann auch so ein Kunstwerk, das so irgendwie so wie so eine Art Blase geworfen hat. Das war dann so ein Bezug zu Yves Klein irgendwie. Mhm. Und das andere war so eine Skulptur, die irgendwie an Henry Moore erinnern sollte. Und man hat da vielleicht nochmal ein bisschen auch diesen, diesen Austauschgedanken und diesen auch wieder Prozessgedanken vielleicht im Austausch mit anderen Künstlern so ein bisschen in diesem Raum so ein bisschen dargestellt gehabt. Ja, und auch Duchamp hat er ja auch kommentiert. Ja, richtig. Solche sogar gesagt, dass er eben noch nicht weit genug gegangen ist. Und das ist ja ziemlich spannend, weil gerade Duchamp 1918 mit dem Pissoir so einen Anfangsbruch in der Kunstgeschichte gemacht hat und so auch Mitverbreiter des Begriffs Antikunst war. Und das ist ja das, was Joseph Beuys dann auch wieder aufnimmt und in der den Neodadaisten nochmal in der Zeit in die Welt getragen wird. Genau, also das ist irgendwie so ein erster Anknüpfungspunkt, an dem dann nochmal rangelehnt wird. Ja. Genau. Und von daher ist es aber auch nicht verwunderlich, dass er auch politisch so aktiv war, weil es halt alles miteinander vernetzt war gerade, was Kulturförderung und der Einfluss von Politik noch auf Kunst. Wenn man sich Fernsehen der 60er Jahre, WDR oder so, Kunst- und Kulturverbreitung anschaut, das ist so schulisch aufgebaut, weil man quasi versucht hat, die Kunst wieder, also die freie Kunst wieder ans Volk zu geben. Das ist dann auch das Adenauer Fernsehen, das ist ganz typisch dafür in den 50er Jahren. Und eigentlich sind es so zwei parallele Züge, die einen orientieren sich noch an der Moderne, weil sie aufklären wollen und die Gesellschaft wieder frei machen wollen von der NS-Propaganda, und gleichzeitig passiert dann in den Akademien schon wieder was ganz, ganz anderes. Und das geht so konträr, dass man es natürlich auch kommentieren muss. Ja. Es ist eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit und Joseph Beuys ist halt schon mit einprägend. Ja, ich denke auch. Also ich finde es halt auch irgendwie so interessant, so keine Ahnung, wir wohnen jetzt ja in Düsseldorf und ich finde schon, dass er hier noch so eine krasse Präsenz einfach auch hat. Ne? Klar, es ist für die Stadt auch eine super Werbung. Irgendwie gab es in der Kunstakademie beim letzten Rundgang auch so eine Konfetti-Ecke, natürlich auch an Joseph Beuys angelehnt. Und die Stadt Düsseldorf wirbt jetzt auch für das Museumsprogramm damit. Und es ist halt so krass ikonisch einfach, finde ich, geworden. Und man kennt es eben nicht nur hier in der Region, sondern ja, es ist halt wirklich weltweit. Und ja, wir waren heute in diesem, in Anführungszeichen, kleinen Schloss. Vergleichsweise kleinen, wunderschönen Schloss und haben da quasi so einen wichtigen Bestand eigentlich gesehen und deswegen fand ich das schon echt cool. Ja, das war super. Und da war ja auch ein Satz, der finde ich, hat es schon getroffen, und zwar von Richard Hamilton in einem Interview 1972 bei BBC, der war eben auch in der Ausstellung gezeigt, und da sagt er: Der Künstler gestaltet weniger ein eigenes Kunstwerk, als dass er selbst ein eigenes Kunstwerk wird. Mhm. Und Beuys würde das quasi perfektionieren. Und das trifft es halt so zu mit, der hat immer eine Fluppe in der Hand, wenn er irgendwo ist. Der hat diesen Hut auf, der hat die Anglerweste an, einen Mantel manchmal noch, wenn es kalt ist. Und ansonsten halt auch eine ganz eigene Materialikonografie, was die Werke angeht und Symbolik auch überhaupt. Joseph Beuys, ich würde sogar sagen, hat sich als Marke verkauft letztendlich. Das ist witzig, dass du sagst, weil hier in dem Heftchen, in dem Beiheftchen zu dieser gestempelten Multipurpose-Drucksachen und Fotografie steht auch quasi die Marke Beuys, die er auch den Sachen quasi durch dieses Stempeln auch aufdrückt. Klar, ganz logisch. Und ja, also ich glaube, immer wenn ich jetzt bei Filz, ich hatte heute witzigerweise einen Filzrock an, ich war komplett auf dem Bäuschen, deswegen so, werde ich jetzt immer daran denken, ja. Aber ich finde, jeder hat auch irgendwie so seinen eigenen Zugang, vielleicht auch so sein eigenes Lieblingsstück von Beuys, und hast du das auch? Also ja, definitiv. Was ist dein Lieblingswerk? Meins ist eine Audioaufnahme von ihm, wo er minutenlang, ich weiß jetzt nicht, wie lang das Gesamtwerk ist, Nein, Nein, Nein und Ja, Ja, Ja in verschiedenen Betonungen, Tonhöhen und Lautstärken von sich gibt, und das ist einfach ein Werk, was du im Alltag jedes Mal rezipieren kannst. Ich finde es einfach sau cool und könnte stundenlang zuhören. Bei dir? Ja, also tatsächlich auch super bekannt, die Capri-Batterie. Mhm. Das ist ein Werk, in dem eigentlich eine Zitrone zusammen mit einer Glühbirne auftritt, und nicht nur wegen der ähnlichen Form, sondern quasi auch wieder wegen diesem Energiegedanken, also die Zitrone, die quasi auch Energie abgibt durch die Säure.
Und ist auch ganz interessant, weil ich meine, diese Zitrone im Vergleich zu seinen Fettecken, ne, das ist ja immer noch das Fett von vor x Jahren, aber die Zitrone wird ja immer ausgetauscht. Mm, also es ist immer eine frische Zitrone. Klar, sonst kann es auch nicht mehr funktionieren. Ja, und das ist irgendwie, finde ich, auch ein ganz schönes Werk. Also das finde ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig nett. Das gefällt mir echt gut. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass teilweise auch wieder eher das Konzept dann verkauft wurde. Genau. Oder sogar eher, wie er sagt, auch Multiples macht, das heißt Werke in mehreren Auflagen, was ihm aber an Wert irgendwie nicht einbüßt. Also das ist ganz interessant bei Beuys. Das stimmt. Ja. Und dann muss man natürlich auch sagen, wie du sagst, Düsseldorf als Zentrum und die Akademie, die sich auch immer noch auf diese Zeit bezieht. Ich finde auch fast ein bisschen ein Schattendasein darin fristet, weil es halt so eine krasse Zeit war. Aber es war ja auch, man hat ja gesehen, wen er alles so gekannt hat. Mhm. Und du merkst einfach, dass da auch der internationale Markt gerade mit Köln und Bonn als neue Bundeshauptstadt in der Zeit auch einfach die Region war. Ein krasser Fokus. Ja. Und das hat er gut gemacht. Hat sich gut vermarktet, hat seine Kunst gut vermarktet und wirklich geiles Schloss. Also mega cool, also kann ich nur empfehlen. Vielleicht mit den Öffis ein bisschen schwierig zu erreichen. Wir sind mit dem Auto gefahren, aber Schloss Meuland und Museum mit Sammlung, die dann immer eben je nach Schwerpunkt gezeigt wird, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ist gut, also ist einfach nicht eingestaubt dadurch. Es ist einfach clever gelöst, dass man die immer wieder neu. Ja, finde ich auch echt gut. Es war tatsächlich nur so am Rande noch eine andere Ausstellung, die wir jetzt gar nicht behandelt haben, nämlich von Wilhelm Busch malt, Herzenssache hieß die, und die läuft noch bis 24.02. Da haben wir jetzt aber uns auf Beuys dieses Mal festgesetzt und ich denke, das war dann auch doch echt genug. Ja, war gut, war schön. Genau, und vielleicht noch als kleine Empfehlung, was tatsächlich auch ganz cool war, in den, in den Turmräumen waren immer so ein paar so interaktivere Stationen und eine war da eigentlich ziemlich cool, die hieß nämlich Beuys Lab. Das ist tatsächlich so eine Online-Plattform, die kann man auch aufrufen und da kann man sich super gut durchklicken, quasi von der Fettecke zu der sozialen Plastik. Das ist so ein ganz interaktiver Screen und das fand ich auch tatsächlich kunsthistorisch ziemlich cool gemacht. Das war top, weil es genau diese ikonografischen Materialien, die wir erwähnt haben, einmal als Schalt-Klickfläche kurz erklärt so in eine Mindmap geführt hat. Ja. Das war super gut übersichtlich. Und wer es vielleicht nicht nach Schloss Meuland schafft, aber großes Interesse an Beuys hat, ich kann nur den Film von 2017, der heißt Beuys, sehr weiterempfehlen. Das ist so ein Dokumentarfilm, wo echt gute Mitschnitte von ihm auch sind. Und den Typ muss man auch einfach mal erlebt haben. Also natürlich dann nur auf Filmmaterial, aber ziemlich, allein wie er spricht, ist auch schon ikonografisch. Ja, immerhin. Genau. Cool. Und nächstes Mal ist Staffelfinale. Richtig. Wir haben nämlich herausgefunden, ich habe gerade nochmal Spotify geöffnet, dass unser Pilot in 2 Wochen dann genau vor einem Jahr online gegangen ist. Und das werden wir zum Anlass nehmen für ein kleines Staffelfinale. Wollen noch nicht zu viel verraten. Freuen uns aber total. Ja, genau, deswegen wollen wir noch nicht zu viel verraten. Es wird sicher irgendwas Besonderes. Genau. Bin mir sicher. Ja, und bis dahin, viel Spaß mit der Kunst. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by Nobody. 'Cause nobody's perfect.